Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß, die meisten von euch sind genervt von diesem Karton dort, der seit einer Woche ungelogen, unberührt so liegt. Daneben die Decke, weil Hundi sich öfter mal, wenn ich am Stream bin oder hier arbeiten bin, irgendwie daneben legt. Wenn ihr jetzt ein Like drückt, werde ich diesen Karton für euch entfernen. Ich gebe euch 8 Sekunden Zeit. Dann werdet ihr sehen, wie ich diesen Karton mit vollem Schwung aus diesem Zimmer raus befördere. Und wenn das Video hier durch ist und ich mit dem Hund spazieren gehe, es in den Müll schmeiß. Extra für euch und natürlich in die blaue Papiertonne. Ihr habt noch 3 Sekunden Zeit. Ich vertraue darauf, dass ihr es gemacht habt. Du scheiß Karton, das war nichts. Und du bist auch am Arsch. Weg mit dir, Karton. Weg ist er. Ich will ehrlich sein, eigentlich müsste ich die beiden da auch noch wegnehmen. Tja, Chat, das ist dann irgendwie, oder Leute, bist du müde? Bist du ein müdes Hundi? Das ist dann irgendwie immer die Folge. Sobald man hier irgendwas bewegt, was der Hund vorher so nicht gecheckt hat, kommt er und guckt sich's an. Sag mal hallo, gib mir einen Keks. Alles gut? Willst du runter? Und hopp. Gesundheit. Ganz eigenartiger Beginn für das heutige Video. Wir reden über XDefiant, Leute. XDefiant ist in einem weiteren Beta-Test wieder da. Und wir warten jetzt seit über einem Jahr eigentlich drauf, dass dieses Game endlich in irgendeiner Art und Weise released wird, dass man spielen kann. Und Disclaimer, ich werde es euch gleich auch zeigen, die Reaktion der Leute auf den Playtest ist grundlegend negativ. Warum ist das so? Seit Monaten hören wir immer wieder, dass die Hauptprobleme, die XDefiant hat, der kaputte Netcode ist und das, was wir bei dem ersten Playtest vor über einem Jahr schon festgestellt haben, nämlich, dass egal ob Controller oder Maus oder Tastatur, ein massiver Input-Delay da ist und der Aim-Assist auf Controller unfassbar schwammig ist. Da geht es nicht darum, dass der zu stark ist oder zu schwach ist, sondern dass er überhaupt nicht konstant ist. Manchmal auf dem Controller fühlte sich der gesamte Playtest an, als hätte ich den perfekten Aim-Assist. Manchmal fühlte es sich an, als hätte ich gar keinen. Und manchmal war er so stark, dass ich komplett gegenarbeiten musste, damit ich irgendwie halbwegs auf dem Ziel draufbleiben kann. Dazu kommt, und das ist das, was mich am meisten ärgert und nervt, und deswegen habe ich dieses Game innerlich auch einfach schon abgeschrieben. Seit einem Jahr kriegen wir alle paar Wochen die Infos, dass Mark Rubin und das gesamte Team hinter XDefiant daran arbeiten, dass der Netcode, der beim letzten Mal vor über einem Jahr ein massives Problem hatte, verbessert wird. Und der gesamte Playtest jetzt, ohne neuen Content, ist nur darauf ausgelegt, zu testen, ob der neue Netcode, an dem man seit einem Jahr gearbeitet hat, besser ist. Und die Reaktionen sind wie folgt. Schlecht optimiert, in den meisten Games kriege ich viele Frames, es ist smooth, XDefiant fühlt sich choppy und laggy an, es ist wirklich keine gute Beta. Ich mag das Movement überhaupt nicht. Das Game ist einfach nicht ready. Es ist derselbe Bild wie vor einem Jahr. Nichts hat sich geändert, nichts ist verbessert. Controller und Aim Assist ist immer noch unkonstant. Ich werde immer noch um die Ecken gekillt. Der Service crasht die ganze Zeit. Ich bin mir nicht sicher, was sie bis vor einem Jahr gearbeitet haben. Er sagt, ich habe über eine Sekunde Input-Lag. Ansonsten mag ich es. Er sagt, Laufen ist langsam und schwer. Das Problem daran ist, Leute, das sind die Kommentare und auch die einzelnen Leute, die es jetzt gestreamt haben. Es waren vergleichsweise einfach viel weniger als vorher, haben alle gesagt, es ist einfach nicht gut. Es macht einfach keinen Spaß, es ist noch schlechter als vorher. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, macht mir unfassbar viel Sorgen. Denn wenn dieses Game jetzt nach einem Jahr nur Netcode überarbeiten, sie haben ja gesagt, sie haben in der Zeit keine Zeit gehabt für Content überarbeiten oder verbessern, sondern nur den Netcode, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Game überhaupt spielbar ist, dass das nach über einem Jahr nur daran arbeiten, noch schlechter ist als vorher, suggeriert für mich, dass wir A, nicht mal annähernd davor stehen, dass dieses Game released wird,
Und B, und das ist viel schlimmer, ich immer mehr einfach der Meinung bin, dass dieses Game so niemals wirklich released wird. Ihr müsst bedenken, all diese Monate Entwicklungszeit kostet Geld. Ubisoft zahlt dafür Geld. Und Ubisoft ist das Studio, was wahrscheinlich am bekanntesten dafür ist, Games, die nicht so funktionieren, selbst vor Release, wie sie sich das eigentlich ausgemalt haben, einfach gecancelt werden und das nächste Projekt wird angegangen. Und dieses Geld wird durch den Verkauf von XDefiant nicht wieder reingebracht, denn das Game wird kostenfrei erscheinen. Sie werden nur Geld mit Battle Pässen machen und sonstiges. Und auch wenn all diese Versprechen, die XDefiant über Monate und Jahre mittlerweile gemacht hat, kein SBMM, schnelles Gunplay, bla bla, also all die Sachen, die MW2 scheiße gemacht hat und dann Sledgehammer in MW3 reingebracht hat, all diese Verkaufsargumente zählen nicht, wenn dieses Game einfach nicht released wird, weil es nicht spielbar ist. Was aber absolut geil ist, Holy feiert dreijährigen Geburtstag und deswegen habe ich eine ganz, ganz geile Info für euch. Und man muss dazu sagen, ich bin fast seit 1,5 Jahren Partner bei Holy mittlerweile. Die Collector's Edition ist extra für den dreijährigen Geburtstag von Holy. Ihr bekommt 3 verschiedene Sorten, die ihr alle kennt, in verschiedensten Ausführungen, in Gold, in Silber, in Bronze. Ihr bekommt einen einzigartigen Thermoshaker, den ich persönlich schon seit ein paar Monaten nutze, allerdings den anderen in dem Fall. Und ihr bekommt eine eigene Collector's Card. Was bedeutet, dass jeder, der jetzt bei dem limitierten Angebot zum dreijährigen Geburtstag zuschlägt, sich sozusagen bei Holy für immer in Erinnerung ruft. Diese Karte und dieses Collector Edition Paket wird es in Zukunft nicht mehr geben. Start Donnerstag, der 25. 16 Uhr. Launch ist der 25.04. ab 16 Uhr. Die Collector's Edition ist einmalig. Sie wird so nie wieder kommen. Der Collector's Button ist einmalig. Er wird so nie wieder kommen. Und der neue Energy-Geschmack ist die Nummer 24 mittlerweile. Dicke Empfehlung. Jeder, der Holy-Fan ist, sollte jetzt zugreifen, denn danach wird es nicht mehr geben. Und zusammen Geburtstag feiern ist immer geil. Gibt es irgendeine Option, wie dieses Game XDefiant tatsächlich gerettet werden kann? Und ich will ehrlich sein, Leute, ich bin der Erste, der es absolut feiern würde, weil ich so die Schnauze voll von Call of Duty habe, so die Schnauze voll von Skill-Based Matchmaking. Dieses Matchmaking, dieser Algorithmus, der nur dafür gemacht ist, damit die Taschen von Activision füllen. Es geht richtig auf den Verstand eines Menschen, der mit Laune eigentlich zocken will und in diesen Algorithmus gepresst wird. Und XDefiant hat all diese Sachen versprochen, die wir seit Jahren vermissen. Aber, und man muss es so ehrlich sein, und das ist auch Kritik an der Art und Weise, wie dieses Game entwickelt wurde, immer wieder zu sagen, dass man alles anders machen möchte und alles besser machen möchte, aber nie einen Fortschritt zu zeigen und dann nach über einem Jahr Geduld der Spieler eine Beta zu droppen oder ein Playtest, wie man es nennen möchte, und zu sagen, es ist jetzt eigentlich alles besser sein, es ist noch schlechter, zeigt mir, dass die Leute, die daran arbeiten, entweder nicht genug Ahnung haben oder dass man, was macht Call of Duty seit Jahren, Leute, die Ahnung davon haben, nicht mit ins Boot nimmt, damit die einen bei sowas unterstützen. Wie wird es also aussehen? Ich glaube nicht, dass XDefiant in den nächsten Wochen oder Monaten erscheinen wird. Wenn sie es releasen, wird es ähnlich wie Tarkov Arena sein. Ein Game, auf das viele Leute gewartet haben und schon nach 4 Wochen bei unter 200 Zuschauern ist, weil es einfach nicht funktioniert, weil es einfach nicht den Kern der Interessen der Menschen trifft. Habt ihr XDefiant getestet, Leute? Wie gefällt es euch? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen zum Reveal, welcher Controller gewonnen hat. Das ist auch sehr spannend.